kriege ich drei Command Tokens. Ich wollte es Das ist eigentlich nicht als schlecht. zweites machen, aber. Deswegen. Ja, jetzt machen wir gucken. Mir würde den Gefallen übrigens keiner tun. Ich will es ja nur mal erwähnen. Wenn ich sage, oh, kannst du das für mich? Nee, Ja, aber knallen. das hängt auch mit der Verhaltensweise im Spiel Aber was zusammen, habe ich ne? denn Das ist jemals. nicht so random. Peppermint, Nein, überhaupt gar nicht. Nee. ich würde. Lukas, das ist Ich so ein bisschen verstehe es Trash-Talk, nicht. was ich jetzt auch hier mache, ne? Also, Ja, du bist es aber ist. auch jemand, der ganz weit vorne ist, ne? Das Das will stimmt ich auch schon, aber warum? unterschlagen. Du hilfst ja jetzt. Na egal. Ich nehme auch mal. Komm. 3, 6. Noch spenden oder? Sonst kann ich schon wieder refitten. Wolf, Engelbär. 12, 10, 4 Tokens. Hat jemand gerade Leadership benutzt? Oh, okay, ich mach's auch. So, zumindest habe ich genug Influence, um die Token wieder zu holen. Ist jetzt doch nicht mehr so schlimm. Aber das mit den Schiffen hat trotzdem wehgetan. Er hat sich beim Peppermint bedanken. Der das Spiel auch nicht gewinnen will, der will dich als Sieger sehen. Ja, natürlich. Weiß er gar nicht. Also, Ich spiele Diplomacy. ich sehe mich gerade einen Punkt hinter. Okay, zwei Weil ihr Punkte habt hinter euch. zwei Planeten. Ihr könnt alle hier in dieses System, wo ich die beiden Warsons drin stehen habe. Ach ja, und am Start meines Zuges, warte, Entschuldigung, Transit mache ich noch. Meine Transit-Dingens. Wo soll ich Marke Oh, hinlegen? jetzt? Da, wo die Warsons sind. Ich hasse dich, Hagger. Das ist nicht gegen dich. Ja, ich habe halt jetzt wieder einen Token umsonst aus dem Beutel geholt, weil ich nicht erwartet habe, dass du es als erstes spielst. Und ich habe jetzt Entschuldigung. somit aus meinem Zeug wieder habe ich drei Influence umsonst gespendet. Ja, aber wenn ich es früh spiele halt, haben die meisten noch keine Planeten ausgegeben. So sieht's aus. Stimmt, natürlich. Ja, aber jetzt ist halt, ja gut, jetzt ist Frage, es egal. Construction, ist das eine Unit oder ist das keine Unit? Was? Eine Construction, ist das eine Unit oder ist das eine Construction? Was ist Construction? Wo Nein, eine guckst du denn Construction. jetzt? Es geht mir darum, wegen meiner Rasse, ob das, ob auf welchem Planeten steht any Unit. So, ist Unit auch ein PDS? Ja, meine Ja, PDS ist eine Unit. Units sind Weil hier alle steht. Plastikeinheiten. Nee, Also da ich dachte steht. mal Space Docks und Nein, PDS wären das sind normalerweise. Strukturen. Alles Ja. ist Strukturen. Aber bei mir, meine Unit ist, steht drauf. This unit is treated as both. It's a structure and a ground force. Und damit hat sie es erledigt. Das ist nämlich ein Ja. Unterschied. Hä? Das haben wir auch gerade schon erklärt. So. Ich aktiviere das System hier. Welches System hat er aktiviert? Ich habe es nicht gesehen. Ach, das ist da oben. Okay. Ja, nun wird's auch mit Mission um Megalterex. Ja, es dauert aber noch bis zur nächsten Runde. Ach, das setzt garantiert drauf, dass ich ihn durchmache, also aus seinen Token wieder entfernen. Boah, da war echt eine schwierige Entscheidung gerade. Einen Moment. Aber es passt schon. Denke ich. Politics hat keiner genommen, ne? Nein, Doch, doch, okay. doch, doch. Doch, 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 alles gut. Anum hat's genommen. So, ich nehme die Max mit, die haben keine Dings. Ja, Ja, die kleinen Transport bei dir, ne? ja. So, das sind 4, 5, 6, 7. Lukas hat auf jeden Fall nichts gemacht, was kein anderer hätte in dieser Situation nicht auch so gemacht mit seiner Flottenvernichtungswaffe. Das stimmt, danke dir. So, und dann, das sind jetzt 1, 2, 3, 4. 4 Schiffe. Ich habe ein Limit von 6, das heißt, ich nehme noch was mit. Wird ja ganz schön voll da, du.
Anum, siehst du es nicht auch gut, wie sich, siehst du nicht auch so, dass der Frieden mit Necrovirus dir gut getan hat? Ja. War toll. Er redet immer noch. Lass ihn reden. Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Wir haben ja nichts Böses im Sinn. Alter Schwede. Und jetzt baue ich da noch was. Hast du überhaupt noch überhaupt noch Platz für Schiffe? Ich wollte gerade sagen, nee, keine Schiffe. Brauchst du noch ein paar Mannequin, ja? Ja. 20 Gazillion ja, Infanterie baut er. Du hast uns eine Kapazität von 6, also ich glaube, da. Auch die richtige Menge wieder zurück. ich würde gerne. Ich kann hier 4 Einheiten bauen, ja, baue ich. 4 Fighter. 3 Fighter. Ja, 4 Fighter. Obwohl, machen wir direkt hier in den Tokens. Ich weiß, wo ich rein nicht sortiere, das ist kein Problem. Ja. Und dann aktiviere ich noch diesen Planeten. Und krieg noch 2 Infanterie da rein. Okay. Was sind das hier? So. Sie aufgeräumt da, dein Bums. Was mache ich denn jetzt? Lass knacken. Eins. Wie viel darf ich haben? 9 nur, gell? Ne. Neun nur, in Anführungszeichen. Ja, es ist ein bisschen wenig, ich weiß. Ja. So, dann bereite ich mal einen Schuss vor. Willst du was machen? Ja, ich schieße. Was? Na, ich meine, ob du den blockieren möchtest. Möchtest du nicht, ja? Nö, will ich nicht blockieren. Bin ja nicht blöd. Wenn man hier diese Missionsziele erfüllt, kann man auch Trade Goods als Ressourcen ausgeben? Nur wenn da Trade Goods steht. Ja, wenn das Spiel spendet 16 Influence, sind 16 Influence. Jo. Ja, aber 16 Ressourcen steht doch hier. Ja, ist nee. Klar. Ist eindeutig. Ah. Entschuldigung, jetzt habe ich es gefunden. Ja, 16 Ressourcen stehen da, genau. Ja, und Ressourcen sind doch Trade Goods auch. Oh shit, jetzt liegen die alle auf dem Kopf. Kannst du mal nur einen rumdrehen, ne? Nee, das ist hier wie auf. Ich meine, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich meine, das ist das hier wie oben mit dem 333 ist, wo ja drauf steht 3 Influence, 3 Ressourcen und 3 Trade Goods. Und dementsprechend, ich weiß nicht, Lukas? Und bei Zielen erfüllen, wo drauf steht, 16 Ressourcen ausgeben. Trade Goods mit inbegriffen oder nicht? Nein, es sind Ressourcen, weil das macht hier oben hier die keinen Sinn. Genau, sehe ich genauso. Dann landen die beiden Max. Da musst du auch, einmal. Jo. Das da oben würde trotzdem Sinn ergeben, damit du halt wirklich von allen 3 Sorten was ausgibst und nicht nur halt viele Planeten für dieses Goal. Damit du auch Trade Goods hast, damit du einmal mindestens gehandelt hast. Dann ist auch möglich. Drehst du sie beide auf den Kopf. So, und jetzt ganz normaler Crowd Combat. Dann müsste man gleich mal gucken in die Regelwerk, ob man bei
Warte, ich guck mal eben im Regelwerk nach, ob man bei Agenda oder bei dem Phase auch Ressourcen oder Trackcodes ausgeben darf bei Tierdefüllen. Was? Alles gut. So, ich gebe dir den deinen Heimatplanet wieder. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kriege ich noch einen Tretgut, glaube ich, für den Mac. Weil? Weil hier irgendwie Forschung. Ja, irgendwas ist damit. Hier, AI. Nee, warte. Irgendwas war da. After one of your Mac is destroyed, grant one Tretgut. Ah, okay. Wo kommst du hin? Werd gut zurück und du darfst dir noch eine Technologie von mir aussuchen. Also bei Boardgame steht, sagen sie alle einheitlich, du kannst Trade Goods für Ressourcen und sogar Influence ausgeben, außer einer Agenda-Phase, ja. Da geht das nicht. Okay, also könnte ich rein theoretisch hier für oben auch 9 Trade Goods ausgeben? Scheint so. Okay. Das gucke ich mal lieber nach. Naja, da vielleicht nicht, weil das halt explizit da drauf steht, aber wenn halt nur steht hier 16 Ressourcen, dann kannst du auch 16 Trade Goods ausgeben. Ja, das kriege ich auch noch. Das meine ich halt, hier steht es ja explizit drauf. Dann gebe ich meine Zerstörer auf und nehme das Nullification Field von dir. Okay. Also die sagen alle im Reddit auf jeden Fall, wenn da steht 16 Ressourcen spenden, dann soll man Ressourcen spenden. Glaube ich nämlich ja, auch. Ja, und Trade Goods sind ja Ressourcen. Nö, Trade Goods sind für alles. Nee, Trade-Goods sind Trade-Goods, du kannst Trade-Goods als Ressourcen ausgeben im normalen Spiel. Genau. Aber hier steht halt explizit Ressourcen und Ressourcen sind legal definiert vom Game. So gesehen. Also ich will da auch ganz klar, will ich das... Und dann ziehe ich noch eine Action-Karte für meinen Agenten, ne? Weil du noch einen Dings ausgegeben hast? Nee, weil ich eine Technologie bekommen habe. Also hier steht... Eigentlich in den Regeln steht klipp und klar, außerhalb der Agenda-Phase kann man Trade Goods gelten auch als Ressourcen. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Phase es ist. Den Destroyer hast du schon weggenommen, alles klar, okay. Aber dann kannst du halt auch hier oben bis mit 9. Wie steht das denn genau da vom Wortlaut, Anum? Ja, dann auch, ja, ist richtig. Also, Statusphase wäre jetzt das mit Objectives. Outside of the Agenda Phase, players can also spend a Trade Good as if this were one resource or one influence. Ja, dann. Hätte man da auch 9 Influence, 9 Trade Goods ausgeben können. Ja. Das ist so gut zu wissen. Jo. Ich bin schon dran. Was hat denn Lukas gemacht? Nichts, ich war noch nicht dran. Achso, okay, wir sind erst bei 7. Alles gut. Bounty! Ja, ich bin schon dran, habe ich gesagt. Was macht er? Ich muss jetzt Zoll erheben, ne? Also wenn du halt Reichweite meiner Kanonen fliegst, muss ich Trade Goods einziehen. Wie von mir oder was? Ja. Ich habe bisher hat ein bisschen jetzt Zoll frei geflogen, aber das ist alles frei. Hals haben. Ah. Zeig dir mal, wie Zoll aussieht. Ach, ich setze erstmal mein Commander, mein, wie heißt der hier? Agenten wieder ein. Wieso sind die so? Warum nicht? Flick. Genau. Dann, du baust, ne? Ja. Ist das schon mal ready machen? Danke. Sehr schön. Was baut er? So Hansel baut, so Hansel. So. Wir zerstören. Wir benutzen mal meinen Planetenzerstörer und zerstören das Nebelsystem. Nein! Au. Damit ich den Siegpunkt nicht mehr bekommen kann, ne? Genau. Oh. Ich glaube, wir sind... Das war eine Action, oder? Das ist eine Action und ich mache noch meinen Planeten, meinen legendären Planeten und bekomme den zerstörten Mech wieder. Das ist ja ein Ding. Das ist ein Ding, dann ja. Der Planet wird leider gepurcht. Wie geht das? Rest in Peace.
Schade. Soll ich den hier in den Graveyard schmeißen, den Planeten? Ja. Jo. Ja. Oder du legst ihn einfach. Genau. Oder unter die Secret Objectives. Ach, dann krieg ich den. Wir möchten nicht jemand zufällig Support auf das Throne geben. Hier. Ja. Was krieg ich dafür? Weiß ich nicht, was willst du haben? Du möchtest ihm jetzt nicht den Sieg schenken, oder? Hast du Support of the Throne? Ich hab's, natürlich habe ich Support of the Throne noch drauf. Siegpunkt gegen Siegpunkt. Ja, wir können gerne das so machen. Naja, wenn der 5 platzierte mit dem... Stopp, ihr seid erstmal gar nicht dran, bevor ihr das macht. Hast doch gerade deinen Zug fertig gemacht. Hab ich nicht. Leute. Ja, okay, dann warten wir noch, bis du deinen Zug, bis du auf Ready gedrückt hast. Genau. Okay, ich habe gerade nachgelesen. Dann ist erstmal der Peppermindy dran. Ich habe gerade nachgelesen, ihr habt recht. Ihr habt recht, also ein Tracker kann man anscheinend außerhalb der Agenda-Phase immer als Ressource spenden. So, das war das. Ja. Ich möchte deinen Support for the Throne haben und ich gebe dir dafür den Agenten vom Anu. Ich soll dir das geben. Aber da kriege ich keinen Siegpunkt. Du kriegst die Alliance-Karte, die stärker ist als der Siegpunkt, den man also dir auch bei mir hat. Gibt's einen Support of the Throne. Ja, das ist aber lächerlich. Das muss der Hager dich einmal nur angreifen, dann verlierst du den Support. Nein, er muss mich angreifen. Das stimmt. Ja, aber wenn ihr es austauscht, ne? Einer von euch beiden muss es nur angreifen, dann verliert der andere ein. Das ist es ja. Halt nicht wert. Du legst dir mal Support for the Throne, das kannst du einfach ganz schnell wieder verlieren. Naja, ich beende erstmal meinen Zug. Du kannst dir das ja überlegen. Angebot steht. Halt! Ja doch, genau. Das war die Aktion. Ich muss sagen, das bringt mir nicht so viel, dass ich da die grüne Commander-Fähigkeit von dem Typ nutzen kann, wenn ich die nutzen kann. Oder? Ah ne, grün da oben. Mhm. Ach, die kann ich mir trotzdem, wenn ich das will, holen. Nee. Ich hab doch wieder da... Du kannst eh nicht mehr durch Wurmlöcher gehen. Nee, aber ich brauche ein leeres System, um meinen Agenten zu aktivieren. Du brauchst doch Grenze zu allen, um das zu machen. Nein, nicht der Agent, der andere. Ja, das steht aber auch dran. Papa, wenn willst du mir nicht noch einen Support auf die Zone geben? Nee. Ihr könnt ja beide mal mir bessere Angebote machen. Also beide bieten ja viel an. Hey, Simson, ich bin jetzt gerade dran, ne? Simson. Ja. Simson, würdest du deinen dämlichen Kreuzer, der bei mir rumsteht, noch abziehen oder soll der sterben? Hager, wie böse wärst du mir, wenn ich den zerstöre? Wen? Den Kreuzer. Nee, lass mal. Ja, ich muss da aber hin, irgendwie, um meinen Agenten aktivieren zu können, so gesehen. Dein Helden. Kannst du nicht in ein anderes System rein, aber du kannst deinen Agenten noch immer aktivieren, wenn du, Ich will da beginnen, zwei Frontier-Tokens encountern, so gesehen. Nee, aber das kann doch nicht. Also, kannst du die irgendwie wegbewegen? Geht das denn? Zufällig. Irgendwie. Achso, du willst dann da, dass da einer hinplatziert wird und dann. Ja, genau. Warte mal, welchen Agenten willst du jetzt genau aktivieren? Deinen Agenten? Ich möchte den in den nächsten Runden aktivieren. Kannst du das nicht wann anders machen? Das ist halt gerade echt ungünstig. Ja, ich kann ihn aber auch nächste Runde da wegbewegen. Das kann ich okay. machen, wenn ich gleich dran bin, kann ich den wegbewegen. Dann baue ich. Oder? Ach stimmt, ich bin noch nicht mal dran. Ich bewege erstmal meine Truppen weg hier. So. Okay. So, Support of the Throne gegen Support of the Throne. Was hast du dazu? Das ist ein Siegpunkt für dich. Ja, der Lukas hat aber natürlich auch schon ein gutes Angebot gemacht, also ist ein bisschen wenig. Wenn ja, aber so der Punkt ist, der Lukas der gibt dir keinen Siegpunkt. Und es geht um Siegpunkte, es geht nicht darum, dass du jetzt noch vielleicht nochmal würfeln darfst. Also der Grüne... Ja, nach der stimmt. Drei Punkte vor dir ist, also überleg dir das, ne? Dann holt der andere einfach, ist er noch weiter weg. Ja, aber ich werde Mechator Rex ja wohl kaum halten können. Bringt dir nicht, dass du ihm das 1:1 tauschst. Nur, dass du Hager eher an der 14 dran ist. Also das bringt dir... Ja, halt aber Lukas, du holst jetzt Mechator Rex... Dann kriegst du damit auch einen Siegpunkt. Pass auf, du kannst auch ein Trade Agreement von mir haben, wenn du noch unbedingt irgendwas drauf haben möchtest, aber. Simon, wenn er sich Mechatol Rex holt, dann heißt das ja nicht, dass du das ihm wieder abnehmen kannst in der nächsten Runde. Das stimmt, aber du stehst ja direkt daneben.
Ja, aber ja. Klauen. Also. Ja, wenn er es nicht macht, dann kriegt er über Mechatol Rex noch einen Siegpunkt, dann erfüllt er ein Bedingungsziel und dann ist vorbei. Ich greife Mechatol Rex an. Dann ist der Simson dran, der kann ihn einfach wieder wegnehmen, dann prickt mein Leadership Imperial in Scheiß, weil ich das nicht halten kann. Hast du nicht irgendwie eine Fähigkeit, dass du das unterbinden kannst? Karte. War da nicht was? Da war was. Aber nichtsdestotrotz, diese 1-zu-1-Täusche bringen dir nichts, weil das bringt mir Simson, wie sieht's aus? Ich mach's. Brauchst du ein Trade Agreement oder willst du es so? Trade Agreement, ja. Selten ja, guck mal, dann kriegst du noch ein Trade Agreement drauf. Selten dämlich. Ja. Du hast doch auch schon so einen Punkt rumliegen, oder nicht? Nee, hab ich nicht. Ich hab's dir bei dir reingelegt. Ja, ich hab Ding bei mir reingelegt. So. Ja, dann Vielen kriegst Dank. Du einen Siegpunkt mehr, bist bei 8 und ich bin bei 11. Gut, du hast dem Hacker zum Sieg geholfen. Ja, der Hacker, der hat auch einen schweren Rückschlag hinter sich. So, der Hacker aktiviert mal Mechatol Rex. Ein Rückschlag nach dem anderen. Und ja, dann fliegt er den da rein und dann baue ich noch Sachen. Was baue ich denn Feines? Ach hier, ich baue mal zwei Cruiser. Also ich bin okay damit, wenn Hacker das Spiel gewinnt. Was waren das denn jetzt gerade für Würfel? Naja, ich kann ja mit meinem Mech da reinschießen, mein Lieber. Auch wenn dein Flaggschiff nicht dabei ist? Ich kann das auch. Muss er nicht auf dem Planeten stehen? Der wird transportiert. Auf jeden Fall gebe ich dann hier, wo ist denn mein AI-Dingens aus? Das sind schon mal 4 Ressourcen, die ich bekomme. Und du sagst, dass mein komischer Mech stark wäre. Dein Mech ist einfach auch noch ein fucking Space Cannon-Scheißdreck. Ich habe auf einer 8, mein Mech. Ja, der ist eine Space Cannon mit einer 8, also so stark würde ich das jetzt noch nicht einschätzen. Und dann könnte ich noch eine Sache bauen, wenn ich da Bock drauf habe, aber das lasse ich mal sein und dafür kriege ich dann einen Trackgurt. Edwin, Virus, Nils. Ja, was los? Partner im Krieg wie im Frieden. Können wir darüber reden, dass du mir dieses Trade-Gut gibst, was du dort hast? Wenn dir dieses Trade-Gut, wozu brauchst du das denn? Spezielle Interessen. Aber du greifst mich dann nicht an, oder? Nee, wir sind. Kannst du einen Ceasefire geben, da. Ja, also nee, wir haben keine Interessen, die uns gegeneinander führen. Ich hätte nur gerne das Straight Good. Ja, mir bringt das ja eh nichts. Also nimm das. Ja. Ja, super, wenn du mir es umsonst gibt, wäre super. Ja, nimm. Danke. so. Ja, jetzt ist es schwierig, was machen wir jetzt? Lukas war schon böse. Kann man die weltpolitische Lage noch beeinflussen? Ja, Lukas war auslöschen, der hat einen kompletten Planeten mit seiner kompletten Bevölkerung vernichtet. Anstatt nur die zu beherrschen, nee, er hat die komplette Bevölkerung vernichtet. Ja, vor allem war die ganze Bevölkerung Vogelmenschen. Das waren Bird People, die da gelebt haben. Ja, richtig. Hä, da war noch der Eko bei uns drauf, der hat es erobert. Ja, aber der hat die. Der hat sich. Politics. Aber was ganz anderes. Was hältst du davon? Ich gebe dir mein Political Secret Karte und du gibst mir dafür Support for a Throne. Wie er versucht, irgendwo für Support aus des Thrones sich zu erschleichen. Kannst du da was drauflegen vielleicht? Ich hab nichts. Ja, dann nicht. Also ich kann dir höchstens noch das Dark Pact geben, dann müsstest du halt dann kannst du mit dem Dings besser handeln. Aber ansonsten kann ich hier nichts geben. Kannst du mir den Planetenzerstörer geben? Das ist schon benutzt, das geht nicht mehr, das kann man nur einmal machen. Was? Ich kann dabei jetzt zerstören, löschen gerade machen. möchtest du auch noch einen Planeten kaputt machen? Full Rampage. Okay, ja, okay. Warum? Ey, lieben Dank. Also sagen, du verbirgst ja irgendwie immer mit Lukas einfach so, oder? Du verbindest dich doch einfach so die ganze Zeit schon mit dem Hacker. Was hast du denn bisher davon? Ich verbirge mich mit dem, der Nachbar von mir ist, damit ich nicht umgebracht werde. Du hast bei dir Reliability oder da hast du jetzt Ace, ne? Ja?
Jo. Ich bleib dir auf den Fersen, Hagger. Wie sieht das denn mit den Punkten aus? Ich bin da irgendwie raus ein bisschen. Ja, ich bin da auch ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Genau, ich wollte Politik spielen. Mach ich mit. Da mach ich auch mit. Ich nicht. Was macht er? Ich darf zwei Karten ziehen. Was hat er? Was macht er? Ja. Politik spielt er. So, was kriege ich hier noch? Zwei Karten. Ja, ich hätte gerne den Speaker Token, bitte. Jo, nimm so. Dir einfach. Und ich gucke mir zwei Agendas an, aber ich kann schon mal weitermachen. Okay. Was mache ich jetzt? So schwierig, das zu überlegen. Ist ja nicht so, dass das jedes Mal auf dich zukommt. Ja, aber irgendwie machen Leute halt auch nie das, was ich denke, dass sie machen. Simson, ich wäre ganz froh, wenn du deinen Kreuzer da hinten rausziehen würdest. Ja, aber wohin soll ich ihn bewegen? Das ist mir scheißegal, Hauptsache raus. Und du denkst nicht, dass du ihn vernichten kannst? Nein, ich möchte ihn nicht vernichten, ich möchte was anderes machen. Okay, wenn du ihn nicht vernichten willst. Ja, sonst hättest du halt eine Technologie bekommen, aber dann bewege ich ihn raus. Bekomme ich dafür irgendwas? Mir steht halt im Weg, das meinte ich. Was ist denn? Ich kann kannst du mir Support of the Throne geben? Jetzt dafür, dass du den da rausbewegst. Ja, ich kann dir auch irgendwelche Karten. Aber die Angebote werden immer billiger. Jetzt mal ernsthaft. Weißt du, ich möchte dir gegen Lukas helfen, damit er. Aber du verlangst von mir, dass ich dir noch was obendrauf gebe. Ich würde dir da im Ausgleich dafür auch das hier geben. Keine Ahnung, was das ist, ist mir auch egal. Welche? Weil das falsch getauscht wurde. Wo ist denn meine. Leg sie hin. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall interessant für so einen Support of the Throne. Choose one non-home system that contains your units, each other player who has a token on the... Also der blockiert sozusagen System, ja? Ja. Ach komm, lass es. Wobei... Nee... Ich will halt nur noch irgendwie versuchen, an Lukas so einen Tag heranzukommen, das ist gerade mein einziges Ziel. Deswegen würde ich gerne noch Support of the Front kriegen. Wie viel hast du denn 9? Ach komm, machen wir. Okay, vielen Dank. Aber du ziehst deinen Kreuzer da noch. Ja, natürlich, der kommt natürlich weg. Der kommt direkt dann mal ins Nichts gewandert. Ich hab dir schon mal eins vorgeschoben. Vielen Dank. Da darf ich jetzt ein schwarzes mal wieder anschauen. Ui. Ui. Offenlegen. Weiß nicht, was hat das jedes Mal? Ja. Aus Spannung. Ich bekomme 3 Commodities. Du hast die Karte, womit du... Achso, du hast ja noch gar nicht gespielt, die hier, ne? Ja, irgendwie... Du hast halt so viel Technologie schon, ne? Ja, die bringt mir nicht so viel. So, dann habe ich jetzt... Ready? Jo. Panzer! Ja, was machen wir denn da? Ich glaube... Wir bauen was. Dann haben wir 4 durch den AI-Development. 2 durch den Planeten. Dann schmeiße ich noch eine Karte ab. Ja, das muss ich natürlich vorher machen. Entschuldigung. Kriege ich 2 Handelsgüter.
Dann sind das 4 plus 2 sind 6, plus die 2 Handelsgüter sind 8, plus Aventur sind 9. Beziehungsweise ich mache nur 8 und baue einfach 4 Kreuzer. Ich mache Technologie, gebe 6 Ressourcen aus, um zweimal zu forschen. Ich will jetzt schon nochmal hochchecken. Mhm. Ich bin kurz auf dem Klo. Okay, das ist völlig anders, das machen wir aus. Was. Oh, wieso kleben diese Drecksschiffe mal aneinander, ey? So. Ja, komm, ich mach auch Upgrade, los geht's. Oder? Nee, ich mach's nicht, sorry. Oder? Ich muss nicht. So, dann bauen wir mal. Geht's los? Geht los. Ich nehme mal den hier oben mit. Den Bow. Die Bows. Und den Bow. Und wie machst du das? Indem ich gerade eben schön Lightwave Deflector erforscht habe. Hast du dafür deine Planeten umgedreht, die das dir geben? Ja. Tada und tada. Und den hatte ich sowieso. Ja, wunderbar. Was macht der Lightwave Defector? Das kann durch andere durchfliegen. Durch andere Dinge kann. So, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Jetzt müssen wir zu ziehen. 6, 12, hier habe ich 10. 11, 12. Oh, ja, gut, ja, zieh gleich mal rein. Du darfst, also du ziehst alles rein, oder wie? Naja, außer den Carrier. Ich glaube, ich kann nicht den Carrier nehmen. 1, 2, 3, ja. 6, 7, 8, 9. Ich habe, glaube ich, 9 Flottenlimit. 2, 6, 9, ja. So, jetzt passieren mehrere Sachen. Erstmal darfst du, glaube ich, schießen und ich darf schießen. Yes. Ich habe 1, 2, 3 Max und mein 1, 2, 3 gegen Yellow. Ich habe einen Treffer. Ich habe, ach Gott, 2 Treffer mit den ganzen Würfeln. Ich nutze meine Karte, auch wenn es schon fast Verschwendung ist. Ich spiele mit Jets, damit du. Oh, Entschuldigung, ich hab nur mit einem PDS. Hallo? Ich habe einen Treffer, wartest du aber einen Moment, ich habe nur mit einem PDS gewürfelt, weil ich gedacht habe, ich habe nur eins, aber ich darf noch 2 nachwürfeln. Aber was? Aber wieso hast du denn wieder 2 Würfel gehabt? Ich verstehe. Ja, wegen. Du hast halt immer noch nicht Plasma-Scoring. Du hast trotzdem 2 Würfel benutzt. Ach, weil ich. Nee, aber ich habe die Karte diesmal nicht drin. Was ist das? Nee, ich habe 2 eingestellt. Entschuldigung. Einen darf ich nachprüfeln. Genau. Hagar, ich glaube, du weißt, ich weiß, was der Fehler ist. Du musst das deaktivieren rechts. Nee, das ist alles gut. Plasma-Scoring ist deaktiviert. Genau, jetzt würfel einfach noch einen. Das sind dann 3 Treffer. 2 Treffer waren das. Ja, 2 Treffer, Entschuldigung. Und ich exhorste die Karte hier mit dem. Wo ist sie?
Oder haben wir die Exhaust? Wo ist das? Ist auch, wenn es Verschwendung ist. Wo ist sie? Da, du musst sie auf Non-Fighter-Ships zuweisen. Muss ich gar nicht, weil ich mir nur wegen Jets habe. Aber dasselbe mache ich übrigens auch, ne? Wie? Ich spiele auch das Gravitation Labor Systems. Du darfst es auch auf Finger machen. Und ich hier, da. Ach, hast du gespielt gerade, die Maneuvering Jets? Ja, zwei Stück. Das ist ja eine, Garbage-Karte. Darf ich die mal lesen, bevor du die wegwirfst? Danke. Space Cannons. Keine Sorge. So, und du spielst deine Karte auch. Und wie viele Treffer hattest du? Zwei. Einen cancel ich mit Maneuvering Jet. Sehr gut. Und einen weise ich auf meinen Dreadnought zu. Okay. Ja, dann geht's los, ne? Yes. Ich spiele, bevor es losgeht, Skilled Retreat. Kannst du das, halt, stopp. Das kannst du doch nur in deine eigenen Systeme zurückschieben. Move all your ships from the active system into an advanced system that does not contain other player ships. Ah, okay, okay. Mhm. Das ist gut, dass wir das nochmal hingeschrieben haben. Skilled Retreat. Aber es ist wahrscheinlich auch nur durch die Karte möglich. Halt. Ach doch, das kannst du machen. Ich habe meine Dings nicht. Okay, gut. Und da muss ich mal einen Token rein, wenn ich richtig informiert bin. Nee. Doch, Token musst du immer machen, meinst du? Send Place. Nee. Send Place. Ja, alles gut. Alles gut, das steht drauf. Ich hatte den letzten Satz nicht gelesen. Wie sieht das mit der Infanterie aus? Nee, die bleibt da wohnen. Na, die werde ich aber erstmal wegbombardieren. Ich glaube, die darf ich bei Skillful Street gar nicht mitnehmen, deswegen. Nee, darfst du auch nicht. So. Nee, darf er nicht? Nee. Nee. Also erstmal bombardiert, das Ganze, habe ich einen Dreadnought. 1, 2, 3, 4 Dreadnoughts und 2 Warsons. Warte, ich muss mal eben kurz was gucken. Move any planet to control this active system. Ich spiele Ghost Squad. Und jetzt darf ich. Hallo, noch habe ich nichts kommentiert. Erstmal kommt mein Vorinvasion Bombardment. Das kannst du mal gar nicht spielen. Achso, Entschuldigung. Ach, das ist ja praktisch, dann darf ich das danach machen. Das ist super. Ich wollte das nur hier, schau mal. Hier war es, ne? 4 Dreadnoughts. 4 Dreadnoughts. Und 2 Warsons. Und 2 Warsons. Das ist wohl böse genug. Na, alles weg. Was sind das denn, wie viele Treffer? 8 Hits, ne? Ist alles weg. Warte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Die haben nicht auch Sustained Damage. Da habe ich gar nicht mehr gedacht. Stimmt, die können ja kämpfen. Ja. Die können ja auch kämpfen. So, dann kommt aber mein Ghost Dingens. Jetzt, es laggt richtig böse gerade. Lag des Todes. So, der auch noch weg. So, und jetzt darf ich meinen Ghost Squad machen und darf so viele Einheiten, wie ich lustig bin, von allen möglichen Planeten, wo ist es denn hin, da, dahin bewegen. Moment, was? From any. Ja. Move any number of ground forces from any planet you control in the... Das ist aber Active System. Du kannst nur, wenn da ein zweiter Planet wäre, die rüberräumen. Vor allem, wenn Move any number of ground forces from any planet you control in the active system to any other planets you control in the active system. Du könntest sie, wenn da ein zweiter Planet wäre, könntest du die von dem zweiten Planet auf den ersten anderen Planeten rüberräumen. Nee, das warte mal. Any number of ground forces from any planet you control in the active planet to any. Ach so, das ist von Planet zu Planet, das ist ja Bullshit. Sagen. Das wäre jetzt sehr. Ja, okay, dann nicht. Aber ich habe ja immer noch da zwei rumstehen. Ja, gut. Ich habe eins. Kämpfen dein. Warte, ich spiele. Noch eine andere Karte. Ja, wenn die landen, kannst du erst nochmal schießen auf die Max, ne? Ich spiele die hier. Dann brauchen sie gar nicht landen. Parley. After another player commands units to land on the planet you control, return the command units to the space area. Die bleiben im Space wohnen. Eine Frage, Lucasor. Hätte ich die vorher spielen dürfen, wo du Bombardment gemacht hast? Ja, hättest du machen können. Ja, hättest du spielen können.
Okay, dann habe ich das nicht richtig gewusst, verdammt. Ja, gut. Hast du es gehört, Lukas? Was war das für eine Karte? Was hätte er spielen können? Bunker. Dass jede Einheit auf beim Bombardment minus 4 kriegt. Oder plus 4 in dem Fall. Units to land on a planet you control. Return the committed units to... Ja, die bleiben einfach im Weltall. Ja. Will jemand eine Sabotagekarte spielen darauf? Ich bezahle den auch. Fürstlich. Ich glaube, das kannst du dir nicht leisten. Hübsch, Lukas. Hast du Mechatorex Space Area erobert? Du hast aber auch erst wieder die richtigen Karten dafür gehabt, mein Lieber. Ja, seit Runde 1 hat er die wahrscheinlich. Nee, seit 3, 4 Runden habe ich die auf der Hand. Wie viele Commodities hast denn du? Einen, ne? Ein Commodity, ja. Ach, der gibt mir den einen, komm. Ich nehme ich den auch weg. Ja, gut, aber das dann für dich ist das ja ein Trade-Code. Genau. Wieso kriegt er denn jetzt? Kriegt er jetzt die Commodity? Er hat eine Karte gespielt, deswegen. Ja, dann Peppermint. Jo. Bitte Verteidigung. Ich baue. Und gebe schon mal ab. Dann bin ich. Schwierig, was mache ich denn? Könnt ihr noch mal reinfliegen, noch ein Space. Ich will ja Lukas, noch mit, dass ich zwei Lukas, Entschuldigung, du musst noch eine Einheit vernichten, weil ich Assault Cannon habe. At the start of a space combat in the system that contains three or more of your non-fighter ships. Musst du ein non-fighter Ship zerstören. Das kommt jetzt aber reichlich spät, mein Lieber, aber okay. Ja, Entschuldigung, dass ich habe immerhin noch dran gedacht. Geht das jetzt nicht irgendwie x Runden später gesagt. Ach, das geht nur einmal. Ich dachte, das geht mehrfach. Oh, dann ist das wird nicht gestackt. wenn du mit 12 Schiffen reinfließt, dass er 4 vernichten muss. So, was mache ich denn Feines? Hast du zerstört, Lukas? So? Hä? Hast du zerstört in der Einheit? Ja, er hat ja. Er hat ein Welche? Feuer zerstört. Destroyer. Destroyer, Du hast doch bestimmt irgendwo PDS rumstehen, oder? Doch, da unten. Diese eine PDS hier, die unten bei Lucasor rumsteht. Was ist das für ein System? Dalbotan, ne? Die würde ich gerne zerstören. Nö, kannst ja machen. Jo. Das tut mir jetzt nicht weh. Und der nächste ist. Ja. Ja, ist schwierig, Anum. Ja. Wir können uns ja eigentlich nur raushalten oder an eine Stelle gegen irgendjemanden. Gewinnen ist, glaube ich, nicht mehr drin. Du wärst, ich erobere Haggas Hauptstadt und du eroberst Lucasaurs Hauptstadt. Am Schluss gewinne ich wieder. Den Plan will ich sehen, jetzt wo die Wurmlöcher deaktiviert sind. Ja, mit Bomben. Also ich könnte das bis zu Lukas Hauptstadt deutlich schaffen. Und so viel steht da ja nicht. Kann ich eine Runde aussetzen, gleich nochmal was machen? Was kannst du? Kann ich eine Runde aussetzen, gleich nochmal was machen? Nee, wenn du passt, passt du. Okay. Du kannst irgendein System aktivieren und gar nichts tun in dem Ding. Oder reinschießen. Ja, ich hätte eigentlich eine nette Karte. Ach, mein Gott. Oder ein Dingskarte spinnen. Ja, hab ich da ja schon gespielt. Das Action? Nee. Ja gut, dann beende ich meinen Zug. Was mache ich denn jetzt? Ich kann nur dämlich handeln jetzt, oder? Ja. Leider, so wie die Situation jetzt ist, kannst du nicht wirklich was Kluges machen. Ich meine, du könntest ja bei Dings ins Einsatzsystem fliegen.
zu Lukas so rein meinst, wäre es sicherlich lustig. Ich meine, dann hat er Mechatol Rex, aber kriegt nichts mehr raus. Kann er Mechatol Rex haben, oder dann kann er zumindest keine. Dann kriegt er nur noch die Punkte für Mechatol Rex. Ah. Das wird ihn auf jeden Fall bremsen. Ja, wobei direkt reinfliegen kann ich schlecht. Also ich müsste hier durch einen Asteroidengürtel. Und dann ist meine Flotte nicht wirklich stark genug. Nee, Asteroidengürtel zieht nichts ab, aber du würdest da glaube ich auch nicht hinkommen, ne? Aus Movement. Ja, das kann auch nicht hinkommen. Das ist auch noch die Sache dazu. Oder du haust halt auf eine Kator Rex, aber das ist. Ja, und dann ist meine Flotte halb tot und dann kommt Hagar mit seinen Sternen und. Nee, die Sterne kommen nur, wenn Peppermint mir das erlaubt. Und dann ist das jetzt auch nicht so heftig, ne? Das sind zwei Warsons. Ja, aber meine Flotte wird zu dem Zeitpunkt vermutlich schon angeschaltet sein. Außerdem geht das nicht, ich habe da einen Token drin. Ich kann da, Mechatol Rex ist diese Runde nicht mehr möglich für mich. Ja, aber in der nächsten Runde. Ja. Also ich würde halt meine Flotte komplett anschädigen, vor allem weil Lukas halt 12 Fighter drin hat und das ist schon viel. Viel Aua. Wenn ich keine Ahnung habe, wie der immer so viele Fighter und so weiter produzieren kann. Ja, die habe ich hier vorne gebaut. Schon vor Ewigkeiten, da hat ja auch alle mitgekommen. Ah stimmt, du hast ja deinen komischen plus 2, plus 3, dann kannst du eine hohe Anzahl an Dingern bauen. Das plus, ich hatte in dem Moment zweimal solche Karte gespielt, wo ich noch mehr bauen kann. Also das war schon, das passt schon. Ja, das... Was mache ich? Will ich eine Schlacht ausführen oder will ich nicht? Ich gibt's auch noch Ziele. Wo? Aber die haben doch Ceasefire. Die haben Ceasefire. So. Das wäre ja langweilig. Er kann ja nur eine Bewegung blocken mit Ceasefire. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Ja, komm, spend mir mal einen Token da oben. Na, jetzt wird's wild. Und jetzt willst du was machen, Lukas? Willst du nicht deine Karte einsetzen? Nein, ich darf hier. Ich darf noch rumballern, wenn ich das will. Ich darf auch noch rumballern. Aber ich will nicht rumballern, aber eine Sache leider, das Support of the Throne von mir, ne? Geht weg. Das geht leider weg. Siehste, weil ja gesagt. Das, die PDS als Einheiten zählen, genau. Oder wie? Du hast es erkannt. Ah, das habe ich jetzt falsch im Kopf gehabt. Ich dachte, hab irgendwie... Wusste man, Support of the Throne, oder? Da ist es. Ja. Ich nehm's immer mal wieder. Fuck, ich hab grad im Kopf Chips gehabt, dementsprechend dachte ich, das macht in dem Fall nichts aus. Ja, das sind in dem Fall Units und dementsprechend habe ich es wiederbekommen. Ja. Lukas, ja. Oder? Ich darf. Aber dafür schieße ich nicht auf dich. Wow. So. Hast du mich schon einen Punkt zurückgesetzt? Ja, oder? Ja, hab ich schon gemacht. Ich sag aber auch einen Tweet hier in das System an, ne? Ja, ich muss auch noch überlegen, was für Einheiten ich da verwende. Jetzt kommt der nächste mit dran. Dann sag ich's noch nicht an. Erstmal, wenn du mir sagst, wie viel die Einheiten du benutzt, natürlich. Ja, ich muss eher überlegen, was für Einheiten ich teilweise. Ach, ist das schön. Alles, was du benutzt, darf erstmal abgefeuert werden von mir. Ist das schön. Ach, ich nehme einfach das Zeug hier drinne. Das alles? Ist einfacher, ja. Okay, gut, dann ziehe ich mich natürlich zurück. Und feuer erstmal mit meinem. Wobei, at the start of a combat, muss ich jetzt sagen, ne? Noch ist er nicht der Start. Aber vielleicht schieße ich jetzt genug ab. Ja, du mit deinen Lackrolls. Oh, warte mal, ich muss nochmal würfeln. Das war gegen Dings. Sorry. Gegen? Gegen Galo habe ich das noch eingestellt, ja. Da kriege ich nicht einen weniger. Na, zwei Hits bleibt dabei. Wow. Ja, ein bisschen schlecht. Zwei Hits? Ja. Ja, jetzt zieh mich zurück. Kannst du auch deine beiden zwei Jäger wegmachen oder so? Oder was? Nein, Shield Holding. Ja, das ist, hilft aber nur gegen andere Schiffe. Jupp, das bringt dir nichts. Ach so. Hat man schon mal. Ja, du einen Kampf auswürfeln. Aber der hat kein Dings, der hat kein, Direct. Kannst du dich zurückziehen? Obwohl du so viele Fighter hast?
Der hat keinen. Also mich bringt das nichts, nächstes Mal gehe ich halt wieder rein. Das ist mir lieber. Der hat keinen Direct Hit, der Dings. Kannst vergessen. Okay, dann hab ich alles. 2 Warsons, 5 Death Notes, ja. Er hat's halt gegen Hager zurückgehalten oder so, aber das glaube ich ja nicht. Stellt bitte ein, gegen wen ihr das kämpft, ne? Also. Genau. Ja. Okay, dann geht's los. Oder? Einer fehlt noch. Jetzt können wir. Okay. Du hast dein Flaggschiff dabei? Ja. 16 Hits. Viel Spaß. Wow. Elf. Ja. Viel Spaß. 16 Hits und 11 Hits. Also ich assign erstmal meine... Natürlich Shields Holding, also sind es nur noch 14 Hits. Dann kriege ich auch noch was. Reflected Shield. Ich cancel 2 Hits, du bekommst 2 Hits mehr. Oh. 9 und... Nee, ich muss einfach eine Hit tatsächlich machen, aber du bekommst einfach 2 mehr, du hast 18 Hits. Jo. Nee, er hat doch schon 2 abgezogen, er hat 16. Ja, dann sind wir wieder 16 jetzt. Dann sind wir bei 16, du bleibst bei den 16. Oh, ich hab 11. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 5 minus 12 sind... 5 minus 11. 6, 6, 2, da muss ich rausnehmen. Ja, passt. So. Massaker. Teuer. Okay, dann darf Lukas jetzt mal seine Flotte da rausbewegen. Warte, ich spiele noch einen Direct Hit, jetzt wo ich sehe, was kaputt ist. Kannst du nicht. Das warum? Das ist alles Stufe 2. Stimmt. Direct Hit wieder wegnehmen. Lukas, wir könnten Direct Hit auf deine Warstand spielen, oder ne? Hab ich leider nicht. Ja, hat er nicht. Und ZAD schon. Hager, ich glaube. Ist der zurückgezogen? Ja. Im Ernst? Okay. Ja, du hättest das gewonnen, Lukas. So, ja, hätte ich vielleicht, aber es hätte mir auch nichts gebracht. Ich hätte vielleicht noch mal ein paar Treffer eingesteckt. Und dann wäre der Hager halt reingeflogen. So hat der Hager jetzt halt erstmal den anderen da vor sich. Jetzt seid ihr alle geschwächt. Jetzt könnte irgendjemand reinfliegen und eine Flotte zerstören. Ja, dein Zeitpunkt zuzuschlagen, Anum. Ich hast du die ganze Zeit drauf gewartet. Invasierst du? Dann natürlich die Invasion, warum auch nicht? Versteht ihr jetzt, was ich vorhatte? Kriegt der Hager es halt nicht. Bitte natürlich für die PTS. Naja, er darf erstmal bombardieren. Kann man die wegbombardieren, die PTS? Ja, ja. Ist ja Units, so gesehen. Ach, beim gelben, ja. Und 7 Hits. Das ist sehr traurig, aber in Ordnung. Und dann da bin ich ja eh nochmal dran, oder? Du bist nochmal dran, ja. Genau, dann tue ich brav mir mein Construction nutzen und 2 PDS auf den Planeten bauen. Das kannst du tun. Das kann er tatsächlich tun. Guter Move. Ich hab dir übrigens Megatorix schon weggenommen, Hager und den. Ja, alles gut. Und? Ich mach das auch. Ich baue einen Space Dog auf meinem Heimatplaneten. Wird jetzt Construction gemacht, oder was? Ja, Construction. Und ich flippe dann natürlich den Planeten noch und fertig. Pente Token. Place it in System. Panzertanzer. Panzertanzer. Macht Warfare. Da mache ich mit. Jupp. Ich nicht. Oder? Nö. Muss ich ohne klarkommen. Das war teuer. Für mich ein Ticken mehr als für dich. Du hast nur ein paar Fighter verloren. Ich wollte sagen, Ticken? Vielleicht ein bisschen Ticken mehr als eigentlich. Ja. Eigentlich dachte ich ja, dass du dich mit Hager genug ausgibst, aber leider ist das alles nicht. Zurückgezogen.
Ja. Ja, nee, da hatte ich auch die Nummer, hatte ich keine Lust. Wenn jetzt die Wurmlöcher funktionieren würden, das wäre ein Traum. Einfach mal in Lucas Thors angeschwächte Armee reinballern. Ja, ihr habt euch alle dagegen entschieden. Dafür entschieden. Ja, du, war ganz gut. Dann konnte ich meine PDSs, die ich zur Heimatverteidigung genutzt habe, nochmal sinnvoll einsetzen. Deine, wofür? Also noch hatte ich ja. Ich habe die doch nach Mecca zur Rex geschoben. Ach so, ja, stimmt. Das war davor. Wer ist dran? Der Panzer ist durch. Krieg lohnt sich in diesem Spiel einfach überhaupt nicht. Man verliert jedes Mal. Alright. Gut, ich bin dran. Ich find's lustig. Theoretisch könnte Rot einfach eine komplette Flotte vernichten. Selbst Lucasos komplette Flotte. Ja. Wir könnten einfach ins Nichts. Ich hab leider kein Secret Code, dass ich irgendwas auslöschen soll. Ja. Oder du fliegst einfach hier mit den zwei gelben Warsons rein, mit deiner Warson. Ja, und damit er das geht nicht, ja nicht, weil hier ein Token liegt. Theoretisch könnte das gar nicht, also praktisch geht das schon gar nicht. Ja, nächste Runde. Wegen der Diplomatie. Also. Ja, er kann aber auch in das System reinfliegen und da einfach. Ja, das plötzlich. Bringt mir doch nichts. Was soll denn das? Ja. Könnte hier bei Grün reinfallen, oder? Ja, da gibt es zumindest einen Planeten, den man invasieren könnte. Und ich habe Verluste. Naja, der hat viele Möglichkeiten, Verluste zu kriegen. Also, ich glaube, ich wäre so, dass ich es irgendwie bis sowas schon einsetzen würde, oder zumindest dafür mit drohen würde, um Sachen zu bekommen. Ja, sowas kann ich nicht. So, wer ist denn jetzt dran? Ich, immer noch. Ah, okay. Ja, passe ich einfach. Ah, ich bin dran. Ja. Der meint doch, ne? Das System und flieg mit den Dullis da rein. Und hübsch. Dann ende ich meinen Zug. Moment. Wie hast du da die jetzt hinbewegt? Von hier nach da? Eins, zwei, achso, Entschuldigung. Kann ich nur einer drei Felder weit bewegen, ne? Ja, also sind nicht alle so toll an die Kreuzer, wie ich meine. Genau, okay. Gut. Ja. Ja, dann mache ich jetzt meine Agentenfähigkeit. Du machst deine Heldenfähigkeit. Genau, danke für den Rückzug da. Ja, es tut mir, ja, nee, tut mir alles, leid. Alles, aber okay. Gut. Frontier-Token. Also ich nehme direkt eine Karte von Frontiers. Ja, aber jetzt wird in jedes System, was keinen Planeten hat, ein Frontier-Token gesetzt. Also auch hier unten, wo der kaputt gegangen ist, ne? Ja, überall. Ich weiß nicht, ja, wo die Frontier-Tokens herkommen. Aber das sind ja jetzt keine viele. Kannst du einfach einen kopieren, der schon auf dem Ding liegt. Oh, hier, guck mal, ich hab ja, einen, wenn ich könnte. Da ist einer. Da ist ein Planet drin.
Ja, nee, ein zerstörtes ist hier dann halt dran. Du musst positiv betrachten, dafür ist jetzt hier unten, wo früher kein Planet war, ja ein Planet drinne. Fehlen noch irgendwo welche? Hier bei der Supernova fehlt noch einer, da fehlt noch hier oben fehlt noch einer. Das ist hier bei den Asteroidenfeldern. Stimmt. Ja, da kommt auch überall Hörner hin. Und was hast du schönes Feines gezogen, im Moment? Jo. Ein Secret Objective. Sehe ich irgendwo das war eine Action, ne? Das war eine Action, genau. Ja, hier oben noch ein. Für den Moment, es tut mir leid, aber ich komme nicht besuchen. Oh. Na. Du wohnst da jetzt und du und du. So, Spacecomment fängt an. Darfst du mit PDS? Hast du da irgendwo PDS im System? Warte. Nee. Aber ich announce einen Retreat, ne? Aber du musst Krieger. Aber du musst das Schiff zerstören, weil er die Kanone hat. Ja, da kommen wir gleich zu. Ich habe erstmal eine PDS. Erstmal darf man eine PDS schließen. Versus Purple. Das kann ein Treffer. Muss jetzt einen Treffer als Zahl nehmen. Genau. Der Freizeit-Token kommt weg. Jetzt wird ein Schiff von dir zerstört, weil unser Space. Ich glaube ich weiß nicht, was ist Fighter Barrage vor dem. Zerstört, nur dass ich es verstehe. Weil ich hier dieses Dingens habe mit Soul-Cannon. Es geht doch erst bei drei Schiffen, Leute. Hm? Drei und davon müssen. Ja, was habe ich denn da stehen? Aber es geht doch für vier Schiffe. Ach, Juhu, okay. Hm. Ja. Yes, vier, Lukas, vier, großer drei. Also muss ich das direkt. Ja, aber die Frage ist, was kommt zuerst? Kommt erst Anti-Fighter-Barrage oder erst zerstört? Ein At the Start of Space Combat, das heißt jetzt. Ja, okay, dann wird es. Nee. Die Anti-Fighter-Barrage ist vor der Space Combat. Ja, dann kommt erst die Fighter-Barrage. Gut, dann zurück. So, ja, okay. Anti-Fighter-Barrage mit drei. Ach, wo ist es denn? Was sind das denn? Dreadnoughts sind das nicht. Ach, da oben. Destroyer, drei Stück. Es laggt. Ich nutze die Karte, die ich von Grün habe, dass ein Additional Die gewürfelt wird. Ich hoffe, er akzeptiert das jetzt, wenn ich das da reinlege. Und dann gibt's Andy Fighter Barrage. Ja, wunderschön. Der ist weg, der Fighter. Und damit habe ich ein Secret Objective erfüllt, und zwar die hier. Use Anti-Fighter Barrage to destroy the last of a player's fighter in the system. Und damit habe ich einen weiteren Siegpunkt. Hat er den? Ja, das war das. Ich krieg noch einen. Kriege ich noch einen? Habe ich gerade mir einen gegeben? Ja, ich habe Servers Tools. Ich kriege noch einen Token. Jetzt bist du bei 12, ne? Warum bekommst du den Token? Weil ich habe Servers Tools genutzt und ich hatte einen Token ausgegeben, aber ich habe ja Servers Tools und immer wenn ich baue, kriege ich einen Token. Immer wenn ich Produktion nutze, kriege ich einen wie heißt es? Trade Code. Kann das nicht? Du wirst immer leiser, Lukas, was willst du sagen? Kann das denn? Ich sehe die Fähigkeit nicht. Wo steht die Fähigkeit? Hier mein Commander. Aber wann hast du denn produziert? Das verstehe ich nicht. Gerade. Es ist schon wieder zwei Runden. Ja, ich kann ihn wieder zurücktun. Oder eine Runde. Aber wo hast du denn produziert und was? Bei Warfare. Hier, oder? Als der Panzertanzer Warfare gemacht hat. Aber egal, ich habe ihn wieder zurückgepackt, wenn du bemängeln möchtest, dass das zu lange her ist. Ist gut, alles gut. Ich wollte nur wissen, wo du produziert hast. Das hat mich halt interessiert. Was hast du gemacht, Lukas? Was soll ich? Was hast du produziert? Die war nicht vorher. Die Destroyer, um da hochzufliegen. Ach so, die drei, okay. Na gut. Darf ich mir also jetzt meinen vergessenen Trackcode nehmen oder nicht?
Von mir aus kannst du den nehmen. Aber ich komme halt immer noch nicht drauf klar. Du hast ja auch vorhin geforscht, oder? Ich habe geforscht, ja. So, dann hast du 4 Ressourcen da ausgeben müssen. So, ja. 3 Feuer. Da fehlen doch noch 2. Dir ist aber bewusst, dass ich Diplomacy hatte. Ah, okay. Dann ist es geklärt. Alles klar. Aber hast du nicht bei Leadership schon extrem viel Ressourcen ausgegeben, oder? Stimmt, hast du auch ausgegeben bei Leadership. Da hast du auch sehr viel ausgegeben. Du hast dir zu viele Zeug liegen, mein Lieber. Da stimmt irgendwas nicht. Ich habe bei Leadership. Bei Leadership hast du mindestens 9. Ja, lass mich eben kurz das rekapitulieren, wie ich geforscht habe. Habe ich Trade Goods ausgegeben? Irgendwas habe ich gemacht. Du hast keine Trade Goods, du hast die 3, die da lagen. Ich habe 2-mal gebaut. Ich habe einen zusätzlichen Trade Good noch gehabt. Ich habe ja auch bei Magnator Rex gebaut. Ja, aber dann musst du ja die Ressourcen dafür auch ausgegeben haben. Ja, aber ich habe hier auch noch AI Development. Damit habe ich Magnator Rex bezahlt. So, dann habe ich ein Common. Ich habe Magnator Rex genutzt, um meine Dingens zu bekommen, plus meinen Heimatplaneten. Dann habe ich meinen Heimatplaneten und einen anderen wieder umgedreht, genau den hier. Damit habe ich mir das nämlich geholt, die beiden habe ich wieder umgedreht. Magnator Rex hatte ich exhausted gelassen. Ich habe mit der Karte produziert, also die Einheiten über Magnator Rex, womit ich ein Tradewood bekommen habe. Und ich habe Technologie genutzt, indem ich den umgedreht habe und ein Tradewood ausgegeben habe. Und dann habe ich gebaut, und zwar 3 Destroyer, und zwar mit den 3 Ressourcen, die ich hier habe, woraufhin ich noch einen bekommen habe. So, jetzt wird ein Schuh draus. Aber wo hast du, ich habe immer noch nicht geschnallt, wo du die 3 Dinger herbekommen hast. Welche 3 Dinger? Naja, du hast doch dir von 3... Magnator Rex plus mein Heimatplanet plus den hier oben sind 1, 2, 3, 4, 8, ja, passt. 12 Ressourcen. Die hast du ausgegeben, dann hast du... Diplomatie genutzt und die beiden wieder zurückgedreht. Genau. So, dann hast du. Dann habe ich geforscht, indem ich den hier umgedreht habe, plus ein Tradegood ausgegeben. Dann habe ich gebaut über Magnator Rex und damit habe ich das AI-Algorithmus-Ding. Damit habe ich bezahlt. Das verstehe ich nicht. Wieso kannst du denn damit kostenlos bauen? When one or more of your units use production, you may exhaust this card to reduce the combined cost of the production units by the number of unit upgrades technology that you own. Dann kann ich damit bezahlen. You may exhaust this card to reduce the combined cost of the produced unit. Okay, ja gut, alles klar. Jetzt verstehe ich. Ja. Okay. Hm? Ups. Okay. Gut. Haben wir das Mysterium, wie Thomas bezahlt, geklärt? Ja, ja. Danke. Hierzu nochmal. Ja. Wenn ich jetzt hier bei Magnator Rex den Token wegmache und dort einen Token hinplatziere, dann kann ich meine Einheiten reinbewegen. Von hier unten, oder? Oder brauche ich eine Einheit, die sich auf jeden Fall bewegen könnte? Nee, das steht ja before you move. Okay, gut. Dann verstehe ich es auch richtig. Dann tue ich einen Token da oben reinsetzen, um den Token aufzulösen und tue gleich den zweiten Token nutzen, um dort reinzufliegen. Ja, das macht Sinn. Und da musst du aber die Karte vernichten, ne? Ja, also ich sag mal so, die Runde ist heute Abend vorbei. Ja, glaube ich auch. Weil ja, der Hagel. Ja, Lukas, oder du gewinnst. Nein, nein, Hagel gewinnt, das ist klar, weil Hagel wird vor mir, also wenn wir die Runde beenden, wird Hagel vor mir sein Objective scoren, das ist die 16 Ressourcen, damit gewinnt er. Und die hat er. Deswegen habe ich gerade so penetranter geguckt, wie viele Ressourcen er hat. Ja, aber ich habe alles richtig gemacht, muss ich sagen. Ja, alles richtig, alles richtig gemacht. Alles gut. Ja. Deswegen du hast die höhere Nummer. Hättest du jetzt vielleicht eine kleinere. Hättest du Leadership gewählt als Speaker? Ja, aber er muss auch 3 Siegpunkte bekommen. Ja, aber er hat einen Secret Objective. Ja, aber er hat drei und, Secret Objectives gescored und damit kann er nicht mehr scoren. Das ist egal. Ich weiß, welcher Agenda als nächstes gespielt wird. Da wird noch ein Relic verteilt. Das kann ja auch ein Siegpunkt sein. Ja, aber zur Agenda-Phase kommen wir gar nicht mehr. Nee, das ist die Statusphase. Ja. Stimmt. Ja, entspannt euch doch mal. Wir können es ausspielen, aber ich weiß, wer gewonnen hat. Das wird, Ja.
Wobei sie, es sei denn, jemand holt den Heimatplaneten vom Hangar. Ich würde jetzt sagen, wir spielen jetzt das doch noch eben aus, oder? Ja, wir geben Lukas noch drei. Ja, wir geben Lukas drei Support auf Boot, ob er glücklich ist. Lukas, noch ist es nicht aus, wenn du hast noch Imperial zu spielen, hust, hust. Ja, jetzt ist zu Ende kämpfen müssen, dann noch den Punkt. Ja, aber er hätte ja nicht landen können. Wenn er da weiter gekämpft hätte, hätte er vielleicht die Schlacht gewonnen und dann wäre der Planet immer noch meiner. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ist klar. Ja. Da kann man eigentlich auch. Lila hat noch eine Throne-Karte. Willst du was machen dagegen? Nö, fahr da rein. Rot hat auch eine Throne-Karte, glaube ich. Ja. Ich schieße aber meine PDS vorher. Puh, mit dem kleinen Ding. Mit meiner Mac, der auf dem anderen System steht. Ach, der ist jetzt umgedreht, ne? Ja. Oh. Erstmal auf deine Schiffchen. Da mache ich keinen Hit. Ich habe zwei Kreuzzeuge. Ey, noch nicht? No. Ey, die feierliche Übergabe ist erst. Ich wollte gerade sagen. Zurückzuziehen. Aber wir können einmal fighten. Ich glaube, das wird. Es wird ja jetzt erstmal hintransportiert. Das dauert seine Zeit. Das soll ja rechtzeitig da sein. Ihr wisst, also, wie lange man im intergalaktischen Raum reisen muss. Mach keinen Hit, du kannst bitte einen Hit machen. Ist auch die Backstabber Award, also. Null Hits. So, ich flieg zurück. Das kann nicht. Pech. Fertig. Die sind Garbage-Steine, Kreuzer. Ja. Andere Karten von anderen kann man nicht abgeben, ne? Wie andere Karten von anderen? Ja, Promissory Notes. Ich glaub, doch, du kannst andere Promissory Notes handeln. Du kannst Promissory Notes von anderen Leuten handeln, ne? Nee, hatten wir. Du musst die auf der Hand haben. Ja, und sowieso. Das ging nicht, weil du die Promissory Notes von anderen auf dein Game Area legst und nicht in die Hand hast. Ich glaube, das haben wir letztes Mal diskutiert. Das haben wir sonst mal falsch gespielt. Richtig. So, letzte Spielrunde haben wir das ausdiskutiert. Das stimmt. Mhm. Hat mal jemand Support for a Throne, der das mir geben möchte? Und du möchtest jetzt noch drei Supports auf the Throne. Ich hab noch eine. Rot hat auch noch eine. Lukas, ich muss sagen, im Endeffekt finde ich Hagar als Gewinner sympathischer in dieser Runde. Ich verstehe es. Weil du das smart gemacht hast. Na, erstens ist, zweitens, weil er sein Bestes getan hat, den Armpanzerhörnchen am Leben, nicht Panzerhörnchen, Panzertatzer am Leben zu lassen. Und du hast alles versucht, ihn zu töten. Bounty Hunter, willst du mir deinen Support for the Throne geben? Und nachher diskutieren. Ja klar, wieso nicht? Ja, das geht sogar. Gib mir auch deinen Support, ne? Ich gebe dir gerne irgendein Political Dings, ich habe leider keinen Support mehr. Ja, ich habe seinen Support. Du hast keinen Support mehr. Das hat ich hab seine Karte. Du kannst aber gerne eine andere Karte. Ja, das bringt mir auch nichts, ne? Nee. Wer bringt dir das denn was, oder wie, oder wer? Ja, wenn er drei Support, wenn jetzt ihm tatsächlich noch drei Support of the Thrones geht, ne? Sollte ich ihm den Support voll vorgeben, weil du mir in meinen System reingeflogen bist? Ach Jungs, ist das denn euer Ernst, dass wir jetzt künftig Lukas da zum Sieger erklären wollen? Aga, es klappt nicht, weil es gibt ich habe jetzt Imperial, das Spiel vorbei, ich spiele Imperial und kann sofort ein Objective scoren und mach das mit den 16 Ressourcen. Und damit habe ich gewonnen. Euer fucking Ernst. Ich hab nichts gemacht. Ja, nee, das ist. Wer hat das Support of the Throne jetzt weggehandelt? Bounty. Der Bounty Hunter. Einfach so, weil. Ja, gut. Ohne Worte. Ohne Worte. Anoop ist ja eh irgendwie der Standardverbündete von Lukas. Also, das ist. Sollte machen. Nee, das war ja. Irgendwie jede Runde gehst du rein. Okay, Lukas verbindet mich mit dir. Nee, das war ja.
Das war ja jetzt. Also ich meine, Hacker und ich, wir haben uns aus der Situation heraus verbündet. Aber irgendwie, Anum, bei dir ist es so. Egal. Lukas ist drin, ich verbünde mich mit dem. Nein! Das war ja jetzt letztendlich Bounty Hunter, der entschlossen hat, dass Lukas Zoll gewinnt. Ja. Ja, ist doch okay. Das war ja ein Kingmaker-Move einfach. Aber. Ja, wird das Spiel denn sofort beendet oder geht das nochmal weiter bis. Das Spiel ist sofort beendet, sobald jemand ja. Ja. Ist auch Lukas, ich also kann ich meine Goals jetzt auch nicht mehr erfüllen, oder? Nee. Nee. Lukas, ich werde von dir mir nie wieder anhören, weshalb supportet ihr den noch so? Weil das war ja genauso ein dummer Move. Was ich nicht entsprechend verstehe. Dass du da überhaupt irgendwann mal Kritik zu äußerst. Aber das darf ich jetzt auch mal haben. Egal. Das Ende war sehr antiklimatisch. Kriegst du jedes Mal vorgegangen, nur das die Sprintness zu ge... Ja, Hager, Hager, tut mir leid, ich wollte bei ihm ins ins Heimatsystem springen. Nee, alles gut, aber ich muss sagen, wirklich, also ich glaube, ich kann es nicht ganz akzeptieren, also von wegen, dass er es verdient hat. Also Hager, muss schon sagen, fairer Verlierer, ey. Hager, also, eigentlich hätte er den Sieg verdient. Hager, hätte er den Kreuzer dann nicht in den Weg gestellt, wäre ich ihm ins Heimatsystem gehüpft. Ja, nee, darum geht's mir gar nicht. Es geht mir ja gar nicht ums Heimatsystem, sondern, also, die Nummer mit Support of the Throne jetzt, das war ein bisschen bitter. Ja, aber du musst ganz ehrlich sagen, du hast ja auch den Support for the Throne vom, Dings, Simpsons geschenkt bekommen quasi. Ja, den habe ich aber gegen einen anderen Support of the Throne gehandelt, wo er noch nicht absehen konnte, dass er mit dem Move, den er jetzt macht in der Runde, gewinne. Aber dann kannst du mir anders formulieren. So oder so hättest du den Punkt ja trotzdem gekriegt. Und da, du wusstest, wenn du dem den Support for the Thrones in Simpsons gibst, dann ist das für dich keine Gefahr. Der Einzige, der halt keinen bekommen durfte, war ich. Von daher war das für dich. Es ist der Unterschied, ob man einen langen Plan hat, den man nach und nach in der Runde abspielt, wo man dann hier hinten mit den Destroyern sich noch mit einem Secret Objective einen Punkt gönnt, indem man verhindert, dass du landen kannst. In den ganzen Plansituationen, ne? Wenn man da sich einen Support of the Throne eine Runde vorher holt, das ist eine andere Sache als du bist dran, du bist gerade der aktive Spieler, du hast 16 Ressourcen, jeder kann sehen, dass du noch keine von deinem Planeten umgelegt hast. Ein Spieler gibt es Support of the Throne, du aktivierst Imperial und hast gewonnen. Das ist kein Plan. Das ist ein geschenkter Sieg. Dann läuft der anders rum. Es ist genauso gut, wenn das ganze Spiel für dich spielt und das andere halt alle gegen dich spielen. Also das ist auch ein Ding, hier oben gegen den Panzertanzer, das war ja wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, während du das hinten schön beobachten konntest. Hätte ich neben dir gestanden, hätte ich dich öfters mal angegriffen, aber so war das. Ja, nicht. Ja, du, aber da musst du dir auch selber Vorwürfe machen, du hättest ja nicht weiterkämpfen müssen. Ich hab's versucht dir anzubieten, aber du hast nicht auf mich reagiert. Ich hab's schon. Ja, Hager hat seine Grenzen gut verteidigt. Und hier auch. Das war jetzt nicht so, dass Hager seine Grenzen offen gelassen hat. Lukas, ist halt ein Unterschied, wenn man überall auf dem Board und ständig überall Präsenz ist oder ob man in seinem Startgebiet quasi bleibt. Du, ich will ja gar keinen Schuss austrinken. Du hattest halt die perfekte Rasse, um das so zu machen. Alles gut. Ich hatte dafür auch die perfekte Rasse, es wurde mir aber nicht ermöglicht. Für mich war ja einfach der Unterschied, dass ich zwei Rassen um mich rum hatte, die aggressiv sind, während du das eben nicht um mich rum hattest. Das ist einfach... Ja, aber du verstehst trotzdem, was ich meine mit von wegen der Unterschied zwischen, du hast einen Plan, den du eine ganze Runde perfekt runterspielst und jemand schenkt dir einen Moment den Sieg. Kann man du hattest auch keine, also kann man, Sims, sag doch mal bitte ruhig kurz, könnt ihr euch nicht darauf einigen, dass ihr beide gewonnen habt oder sowas? Nee, alles gut. Das streite ich nicht. Weil es jetzt so ein böses Blut gibt wegen dieser. Nein, Hager gibt es kein böses Blut. Nein, wir streiten uns jetzt noch eine Stunde und nächste Woche ist alles wieder gut. Nachdem das Spiel ausgeschaltet ist, hat Hager schon vergessen. Ja, bei dem Streit möchte ich nicht mehr bei sein, denn wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao. Und ich würde sagen, das war jetzt schon ausgleichende Gerechtigkeit. Wie die linke Seite auf dem Feld hier gebullied wurde von dieser Vierer-Fraktion auf der rechten Seite, du. Die haben ja die rechte Fraktion, die hat ja überhaupt nichts gemacht. Die haben da nur Flotte gebaut und geguckt, was passiert. Ey. Okay, ich wurde von 10 Leuten angegriffen hier. Jede Runde. Ja, was soll? Das Einzige, was mich fertig macht, ist, und das macht mich halt bei mehreren Spielen, aber gerade hier fertig, wenn man mit Support of the Throne halt jemand den Sieg schenkt in der gleichen Runde. In dem Fall sogar noch in der gleichen Aktivierungsphase. Im Endeffekt schreiben die Sieger die Geschichte, das heißt, Lukas darf entscheiden, wie das in der. Aber nicht. Ja. Ne, ich würde nicht 100% das unterschreiben. Du hast da größtenteils recht, aber wenn du mich nicht so in die Menge genommen hättest, hätte ich dem Weißen nie meine Karte gegeben, also Lukas. Ja, aber das sind Sachen, die ja über ewig lange. Das will ich schon mal nicht so sagen, tatsächlich.
Also, also wenn ihr mir nicht in die Flanke gefallen wärt und mich ganz angegriffen hättet, dann hätte ich mich nicht mit dem Weißen verbündet, quasi. Also ja, und ihr bist immer schnell damit, dich mit Lukas und, zu verbünden. Und Samson, Simon, ich wollte dir nur sagen, wir hatten das mit dem Friedensvertrag schon vorher geklärt, bevor du dich eingemischt hast. Ja, das hat mir halt ein bisschen reingespielt. Eigentlich hatte ich vor, in die grüne Flotte reinzufallen und dann hieß es, ja, ob man da irgendwas machen kann. Dann dachte ich, ja, okay, mit Friedensvertrag, dann kann ich mir nämlich den Planeten oder den Süden holen, dann kann ich Lukas so ärgern. Ja, von dem her. Also wir hatten vorher schon diskutiert, dass das für Anum doch günstiger wäre, wenn ich doch noch versuche, auf Lukas einzuhauen. Nee, nicht ganz. Ich wollte nur, du hast mich gefragt, ob wir einen Friedensvertrag machen können. Dann haben wir einen Friedensvertrag ausgehandelt. Ja, haben wir ja. Und ich habe noch, ja okay, ich habe halt gesagt, ich hau dann auf Lukas. So oder so muss ich sagen, es war generell, für mich war es ein sehr spannendes Spiel. Ich habe an mehreren Spieltagen echt geschwitzt. Also es war auch sehr schön für mich. Hast du ein bisschen ärgerlich, halt, Lukas, dass ich das eine Game nicht mitmachen konnte, die eine Sitzung. Und dann die Actionkarten verloren hast. Ne? Ich muss auch unterm Strich sagen, hat der verdiente Sieger für mich gewonnen. Ne, ich fand Hacker. Ich fand Hacker hat besser gespielt. Hacker hat besser gespielt, aber ist egal. Also beide waren sehr gut, fand ich. Beide haben sehr, sehr gut gespielt. Ja, nee, ich will jetzt aber auch nicht sagen, wer besser gespielt hat hier, weil das ist ja über das ganze Spiel kann man das kaum beurteilen. Ich merke halt, wie viele Fehler ich selber noch gemacht habe. Mich packt es einfach nur ein bisschen ab, dass es halt einfach ich mir gedacht habe, Alter, du hast einen richtig guten Plan, ist alles aufgegangen, in der letzten Runde kannst du deinen Plan perfekt runterspielen. Ne? Und dann kommt halt so ein Move von wegen, ja, hier hast halt gewonnen, viel Spaß. Aber ich hätte einen Vorschlag. Stell dir mal vor, du hättest den Virus nicht gerettet. Ich hätte den Virus gefressen, dann wäre ich auch eine starke Fraktion geworden. Dann hätte ich ja auch gegen Lukas gespielt. Dann ja, aber halt eine starke gegangen. Fraktion auf der anderen Seite des Boards machen, da kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen. Weil guck dir mal an, was hier da Simson mit eigentlich einer Fraktion, die gegen also Krieg führen sollte oder gut Krieg führen kann, der hat ja auch seine beiden Nachbarn und dann hat er einfach gesagt, ja gut, dann sind wir halt jetzt Nachbarn und alles ist schön. Also Lukas kann man auch sagen, dass er von zwei aggressiven Rassen umgeben war. Ich meine, Simpsons war friedliebend für ihn wie sonst was. Also ja, vor allem Lukas so keine aggressive Rasse, tut mir leid. Also lass mich anders formulieren. Die Grundsettings waren halt so gesetzt. Mein ja, Rasse gut, ist halt komplett auf Peace ausgelegt. Nee. Das hat man aber nicht gesehen, Lukas, so also. Das, was du gemacht hast, war kein Spiel. Da stimme ich Lukas aber vollkommen zu, ja. Man muss es halt dann so sagen, ich habe es halt dann halt auch so ausgespielt, als wäre ich eine Kriegerfraktion und habe halt sehr viel am Anfang darauf gesetzt, dass ich den Necrovirus wenig Technologien geben kann. Das hat ja alle, deswegen hatte ich ja so wenig, habe ja immer noch die wenigsten. Und gleichzeitig habe ich halt geguckt, dass ich mit dir möglichst gut dastehe, indem ich dir halt meine Karte, also hier mein Token gebe und sowas. Das war alles halt so ausgerichtet. Hey, du hast das sehr gut gespielt, also fand ich. Ja, ich muss halt sagen, hier waren sehr viele gute Spiele dabei. Der Einzige, der mir halt ein bisschen leid getan hat, so leid es mir halt auch nicht tut, war halt der Panzer. Auch wenn das halt so krass aussah. Aber da hat halt der Hacker im letzten Spiel halt schon recht gehabt. Man muss halt den Necrovirus möglichst früh im Schach halten. Ja, ist ja, auch, ja, ich hab die falsche gewählt. Ich hatte ja die Händler, aber okay. Ist halt so. Ich meine, man macht halt Fehler und ich finde, ich habe mich gut gehalten, also kann ich mir ich kann mir wenig Fehler vorwerfen. Vielleicht, dass ich hier unten den gebaut habe, den Space Dog und den falschen, aber ist ja egal. Ja, du hast halt bis zum Schluss gekämpft, also kann man nichts vorwerfen. Ja, und du hast ja auch geschwitzt, hast du ja auch gesagt, ne? Ja, voll. Also, das Ding war halt auch tatsächlich, jetzt gerade in der letzten Runde, ich hatte halt genau das auch abgezählt wie der Hacker, nur kam halt dieses Secret Objective, was ich nicht eingerechnet hatte vom Hacker. Das war genau dieses eine Ding, weil ich hätte es auch erfüllt am Ende dieser Runde. Weil ich hätte jetzt diese Zweier gemacht, damit wäre ich halt ohne das Support of Throne bei 13 gewesen und ich hatte genau 8 Ressourcen noch übrig, mit denen ich dann halt diesen hier hätte holen können. Ja klar, aber das war mir schon bewusst, dass das die letzte Runde ist. Aber ich habe mir gedacht, wenn das klappt, dass ich Mechatol mit den Karten halte, deswegen habe ich auch ganz am Anfang gespielt, damit du bei der Imperial-Karte, damit... Hast du smart gemacht? Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, deswegen, ich habe das ganze Ding durchgeplant. Deswegen macht mich das so ein bisschen fertig. Ich meine, das ist, also, man. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie so, dass ich mich furchtbar darüber aufrege. Es macht mich einfach nur
Fertig. Es macht mich einfach nur fertig. Aber ich glaube, Haken dran, weißt du, ob ich hier in der Runde schon saß und dachte, ach, das mache ich so und so und so und so und dann kommen irgendwelche Moves, wo ich denke, wo ich halt nicht mit rechne. Hier zum Beispiel das hier oben. Ja, aber du hättest dich in einer anderen Situation, wenn jetzt jemand gekommen wäre und hätte gesagt, hier, du hast dich ja immer mal wieder darüber aufgeregt, dass man unnütze Sachen mit mir handelt. Ich habe mich ja ständig aufgeregt. Ich habe auch nicht gedacht, das gehört dazu. Das gehört dazu, natürlich. Aber ich wollte den Pepe mal immer fragen. Aber ich meine, dich hätte es auch mega abgefuckt, wenn jetzt mir noch ein Siegpunkt gefehlt hätte und die Peppermint hätte gesagt, ja, hier ist Sword of the Throne, brauchst mir nichts für geben, viel Spaß. Habe ich aber nicht gemacht, also. Frage. Aber was ich noch sagen wollte ist, Peppermint, warum hast du dem Hacker jedes Mal erlaubt, hier einfach durch deine Systeme durchzufliegen, ohne was zu verlangen? Das habe ich nicht ganz geschnallt. Naja, Das war der Gedanke dahinter. Also was war der Vorteil für dich? Also am Anfang hatten wir den Deal, dass ich nicht mit meinen PDS bei seinen Bewegungen schieße. Ich hätte ja auch jedes Mal, wenn er irgendwo was bewegt, hätte ich ja auch Wegzollen verlangen können. Also ich habe jetzt auch, das will ich auch mal klar sagen, Lukas. Hager hat schon seine Grenze verteidigt. Na, ich habe hier nicht mit Hager komplett zusammengespielt. Hätte Hager seine Grenze aufgelassen, wäre ich da reingeflogen. Nee, alles gut, sicher. Alles gut. Warum du nicht mal einmal was dafür verlangt hast? Also den Sinn. Ich hätte gern noch gespeichert, aber okay. Naja, gut, das eine, also er hat ja jetzt gerade mal zweimal hat er danach gefragt. In dem Spiel hier. Durchgeflogen oder viermal ist er durchgeflogen. Ach nee, du warst im letzten, stimmt, du warst auch nicht da. Das kann ich nicht sagen, also was Kakangu gemacht hat, ne? Also ich fand, mein Reich war halt so für mein Verhältnis, ich hatte ja so oft gebaut, dass ich ganz viel, drei verschiedene Flotten ziemlich zentriert gebaut hatte. Und ich hatte eigentlich als Plan dabei, tut mir leid, Hager, da heimlich reinzufliegen, wenn ihr ja beschäftigt seid und dann sagen, haben wir Planet zu seasen. Deswegen hat ja auch kein Ceasefire oder sowas mit Hager ausgehandelt. Aber so von euch hat keiner Lust auf Star Wars Armada. Nee, ich hab noch nie gespielt. Also heute. Noch heute. Nie gespielt, Hager, ich würde ja sagen im Endeffekt. Aber heute. Aber also. Heute Abend nicht nehmen. Ganz kurz, Lukas, ich habe auf jeden Fall nicht mit Hager zusammengespielt. So gesehen. Ich habe mit ihm probiert ein Bündnis, weil es auf... Am Anfang, ne? Ja, weil meine Rasse ja auch nicht eine sehr aggressive Rasse ist. Ich muss mir gar nicht aufhören mit Simpson. Ich hatte Angst vor Simpson auch, ganz klar. Ne? Ja, ich habe es ja versucht. Hätte ich getötet, wäre meine Flotte nicht so derbe draufgegangen. Ja. Muss das ja irgendwie... Also man muss hier... Also ich finde Simpsons Rasse so sehr stark, die er hatte, ne? Was? Deine Rasse, die du hattest, die ist mega stark gewesen, fand ich. Deine auch. Also du bist halt voll der Diplomat. Ich wollte aber mal was ganz anderes jetzt nicht auf das Spiel. Ich würde morgen oder irgendwann würde ich neue Umfrage machen, wer wieder mitmachen will. Und ich würde es aber jetzt auf 6 Spieler belassen, wenn wir ab dem Moment, wo wir 10 sind, würde ich halt 2 Spieler aufmachen. Was haltet ihr davon? Und für welches Datum wieder? Also morgen, früher? Willst du dann beide Spiele machen, oder? Die werden laufen parallel. Und aber du wirst an beiden Spielen nein, nein, sehen. Nein, an einen. Also dann ja, er kann... Nee, ist... Aber das meine ich, dass ich halt dann zwei... wenn wir mehr als... also wenn wir 10 oder mehr sind, dann würde ich halt 2 Spiele aufmachen. Beziehungsweise einer macht halt ein anderes Spiel auf, keine Ahnung, Hager macht eins auf, ich mache eins auf oder umgekehrt, wie auch immer. Jo. So, dass wir halt die Leute, die Bock haben, auch alle spielen können. Ja, und dann aber machen wir 6 begrenzt. Ja, das war ein bisschen viel, wobei 6 ist einer weniger, als wir jetzt gespielt haben. Aber dann ist die Karte kleiner, ne? Die Karte ist kleiner, dann geht's auch ein bisschen schneller. Ich habe genug Leute, die halt schon alle gefragt haben, ob sie nochmal haben wollen. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die Leute, dass sich ein paar Leute melden. Ja, ich werde vermutlich diesmal nicht mitmachen. Ah, okay. Ich würde einfach mal, ja, ich habe jetzt mal Lust, eine Runde auszusetzen. Ich habe jetzt lang genug am Stück gespielt. Ja. Wir können auch erstmal machen. Always Ultra. Aber so die allgemeine Erfahrung, also ich fand es ganz, also mit uns, das war auch ganz. Ja, es macht Spaß, bloß das ist dann jetzt ein paar Wochen, wo wir jede Woche das gleiche Spiel gespielt haben. Ich spiele lieber mal wieder ein anderes Spiel, deswegen. Darauf war es auch gar nicht angespielt, so gesehen. Ja. Ich fand nur allgemein jetzt diese Runde, wie jetzt diese spezifische, die fand ich echt, hat echt Spaß gemacht. Sind ja auch alles nette Leute, ne? Voll. Hoffen wir. Aber wie gesagt, ich würde einfach eine Umfrage machen und einfach die Leute darauf ansprechen, wer wie wo was. Und dann kann man ja immer noch sehen, wie das Interesse da ist. Also, ich würde aber auch wieder selbe Zeit machen. Donnerstag, 18 Uhr.
Ja, und dann wieder bis 10 immer, ne? Genau. Jojo, das hat sich ja gut eingespielt. Was haltet ihr generell von 10 oder 14 Siegpunkte? Was findet ihr besser? 10 finde ich besser bei 6 Leuten. 10, ja. Ja, finde ich auch. Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, weil das die Erweiterung sagt im Regelwerk, dass man schneller Siegpunkte scoren kann. Das stimmt ja so gesehen auch. Aber das ist, es rechtfertigt trotzdem die 14. Nee, kurze Frage noch. Wir mit 6 spielen, aber trotzdem mit Erweiterung, ne? Ja, wir spielen mit Erweiterung. Wir können ja 12 machen. Ich lass es mal bei 10. Bei 6 Spielern würde ich es bei 10 lassen. Dann wird es auch irgendwann fertig. Aber muss halt dazu sagen, ich habe nur gewonnen, weil wir halt bis 14 gespielt haben. Hätten wir bis 10 gespielt, hätte Hager gewonnen. Dann hätten wir teilweise natürlich aber auch wieder anders reagiert. Ja, dann wär der Kampf da in der Mitte aber auch wesentlich früher ausgebrochen. Ja, ich... Ja, ich fand's auch schade, dass das Rot nicht so richtig Lust hatte. Das wäre, glaube ich, auch mal spannender gewesen. Jetzt merkt man, Leute merken ja, ob sie das Spiel interessant finden oder nicht. Der Bounty hat gesagt, er findet das Spiel schon interessant. Das Problem, was er hatte, Hager? Ihm ging das teilweise zu schnell, zu laut. Und Bounty ist übrigens im TS, also ihr könnt ja auch selber, eben fragen, ne? Und was Ding war bei Bounty Hunter war auch, glaube ich, dass er da so eine exponierte Lage hat, die einfach nicht so viel Spaß gemacht hatten. Nee, er hat dir da auch eine scheiß Lage auf deiner Seite da. Also da ja. Mit all den ganzen Dingern, also wenn ihr nächstes Mal solltet ihr die Karte vielleicht etwas fairer aufbauen, dass nicht die ganzen Müll bei einem liegt. Ja, ich hätte auch gesagt, dass wir dann wahrscheinlich mal vorgefertigte nehmen. Ja, ich finde auch der untere Kartenteil, der ist ein bisschen lastiger mit Aluminium als zum Beispiel hier der. Ne? Wenn man das hier vergleicht. Ja, natürlich, klar. Aber das haben wir ja auch so selbst gelegt. Aber wie gesagt, ich würde halt tatsächlich sagen, dass wir es beim nächsten Mal auch feste Karten nehmen, einfach, die fair sind. Ja. Okay. Jetzt Hager? Ob ihr jetzt alle fertig seid mit oder ob ihr noch einen Absacker wollt oder irgendwas Kleines? Ich mach keinen. Ich bin durch heute. Ich denke, dass ich jetzt mit dem Hager Ding spiele. Wenn